Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Ja, ich stelle mich wieder mal selten dämlich an, das weiß ich, ja. Und so, dann müsstest du funktionieren und du da hinten normal auch noch irgendwie. So, die drei müssten jetzt eigentlich verbunden sein. So, der heult hier schon mal rum. So. Das heißt, ich möchte gern hier hinhüpfen. Jetzt ist da drüben noch so ein Gratler. Ist es überhaupt Not, die da zu bearbeiten? Da wäre es echt gut, die vierte da noch zu verbinden. Soll ich das vorher speichern? Alter, ne? hier. Jo. Alter Schwede, ne? Nein, ich bin nicht nervös. Und ja, ich krieg das hin irgendwie. Ruf nicht meinen Namen, lass mich allein. Und des Mondes fahren. Hey, du! Komm her! Schneller, 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 schneller! Nichts mehr. So, ich habe noch keinen umgebracht, glaube ich. Ich glaube, ich habe noch keinen umgebracht. Und du bist auch gleich im Land der Träume. Sehr gut. Bitte, das lief ja schon mal gut. Ah, schön. Hast du was für mich? Nein. Schnarchen alle. Hast du irgendwas für mich? Plündern, tatsächlich. Ein paar Münzis, wie schön. Und du? Tatsächlich, auch was. Noch ein paar Münzen. War wie schön. Sehr gut. Dann nochmal rauf, wenn wir hier nochmal rauf dürfen. Bitte. Ja, fast. Ich möchte gerne hier und so. Ja, genau. Perfekt. Wow, jetzt werden die nächsten, ne? Schön das Mana recken lassen. So. Okay, das klappt noch nicht. Warte kurz. Ich sollte das Ganze speichern. Wir haben das gerade echt super hinbekommen. Das ist doch glatt speichern wert. So, genau hier drauf. Mhm. Und weiter geht's. Das ist ja echt ein Speichern wert. So, wie kriege ich jetzt die Gratler dazu, dass die einschlafen? So. Ist da jetzt noch einer? Oder zahlt sich das gar nicht aus? Den zweiten? Zahlt sich gar nicht aus, ne? Wenn ich stattdessen gleich versuchen würde, hier rüber zu kommen. Was haben wir denn da Schönes? Kann man hier beim Fenster rein? Von innen verschlossen. Ach nein. Was du nicht sagst. Du auch? Natürlich, er auch.
Dumme ist, von hier aus erwische ich ja nur sie, ne? Mit dem Domino. Ja, da erwische ich nur sie. Ein bisschen riskant das Ganze hier, oder? Was ich da mache. Ist da drüben, sucht wohl jemand dringend Ärger. Ja, das war klar. Weil mich die eine jetzt gesehen hat, ne? Laden. Ich habe, glaube ich, richtig gespeichert. Ich hoffe. So, nochmal. Noch einmal. Ja, da muss ich den Sturm jetzt ausnutzen. Ja. Das ist ein bisschen schwierig. Wieder mal. Die alle gut zu erwischen. So. Los, du Gratler. Jawohl. Sehr schön. Und warten. Ich habe keine Ahnung, wer besser ist zum... jemanden gesehen. Sehen wir uns lieber um. Hey, mach! Komm her! Legst du dich mit einem Heuler an? Wo bitte willst du? Tot. Warum? Warum tot? Boah, ich hasse es, wenn die sterben. Warum tot? Ihr Arschgeigen. Echt. Warum tot? Wenn die eh schon nichts sehen, ne? Jetzt willst du das einmal sauber spielen, verstehst du? Du willst das sauber spielen, willst so wenig Opfer wie möglich haben, aber das Spiel lässt dich einfach nicht. So, quasi nach dem Motto, Hupf in Gatsch, ne? Echt unfassbar. Na, komm. Ich krank. Na los. Geht schon. Mach hin. Erwürg sie doch! Ich weiß nicht, warum sie es nicht tut. Ich weiß nicht, warum sie es nicht macht. Ich habe keine Ahnung. Nur weil sie sitzt? Dein Ernst? Du kannst sie trotzdem würgen. Oh. Na, das ist echt... Also, das ist echt anstrengend, muss ich echt sagen. Alter, das ist wirklich anstrengend. Das ist so hochgradig unlogisch, weil sie sitzt, kann man sie nicht würgen. Ich verstehe das nicht. Ehrlich, das geht mir nicht ganz ein. Nur weil sie sitzt, verstehst? Ja. Könnt ihr euch gleich merken, ne? Wenn ihr mal unterwegs seid, Disco oder so, ne? Ihr braucht immer nur sitzen, ja? Tut's nur sitzen, dann seid ihr sicher vorm Erwürgen, erwürgt werden, ja? Das ist ganz, ganz klar. Du sollst das einsetzen, blöde Kuh.
jemanden. Es ist nicht zu glauben. Hier finden wir Geld. Es ist ja einfach. Ja, jetzt kommt sie nicht hoch. Ach, scher mich nicht, echt. Was ist denn los? Hallo? Es ist unglaublich. Jetzt ist das Mana zu wenig. Es ist der Wurm drin. Also bei mir heute ist der Wurm drin. Echt. Diese Aufnahmesession steht unter keinem guten Stern. Wirklich nicht. Tja. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die einfach nur so schlecht schießen können, zielen können mit ihren Waffen und sich einfach gegenseitig da fertig machen, ne? So, bitte Mana. Ja, feines Mana. So, Mana. Husch. Mana. Mana mag man eben. So, dann wollte ich speichern, richtig, weil der Wind kommt schon. So, speichern. Hier drauf. Ja. Es ist unglaublich. Perfekt. Perfekt gelaufen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist speicherungswürdig. Wow, ey. Geht ja. Es geht ja. So. Wie man das allerdings anstellen soll, dass man niemals entdeckt wird, ich habe keinen. Das kann ich euch nicht beantworten. Das, meine Lieben, ist mir ein Rätsel. Ach so. So irgendwie hätte ich auch reingekonnt. Aha. Aha. Mhm. Paolo, du hast uns die Garde vom Leib gehalten. Aber wie willst du den Bergleuten helfen? Alles hängt zusammen, Tivoli. Wenn wir den Orden los sind, mache ich es dem Herzog zu teuer, in die Bergwerke zu gehen. Schmeißen die Arbeiter hin, wird er merken, dass Bergwerke, die mit halber Kraft laufen, profitabler sind als Bergwerke, die stillstehen. Für bessere Arbeitsbedingungen und weniger Staub in den Straßen würden wir auch mehr bezahlen. Es ist möglich, alle zufriedenzustellen. Erst hier im Bezirk, dann in der ganzen Stadt. Die Bergleute haben mehr Macht, als sie haben. Danke, Paolo. Falsch. Paolo wollte ich ja nicht bringen, ich wollte den anderen bringen, ne? Trink nicht den Rum leer, wenn ich weg bin. Stimmt, ich wollte den anderen eigentlich herbringen, ne? Den von der Garde. Den von der Garde. Eigentlich. So, wo ist die Rüne? Da oben. Ober uns, okay. Wo kommen wir hier hin? Ah, machen wir die wieder zu. So, dann gehen wir rauf. Ich gehe nur die Rune schnell holen. Ja. Eigentlich hätte ich können den einen Wachmann-Trottel mit herbringen, ne? Was? Welche Leiche? Wow. Ist aber nicht so schlau, ne? Eigentlich.
Ich meine, ich könnte einen Paolo eigentlich auch, ne, wenn ich schon so weit bin. Ich habe keine Ahnung, wer der Richtige wäre, moralisch gesehen. Würdest du? Ist das jetzt eine ganze Scheibe? Ich hasse es. Natürlich, den kann man nicht würgen. Jetzt habe ich es versaut. Oh, Mann, ey. Mann, scheiße. Ach, Kacke. Es ist wieder bitter. Scheiße. Ich war zu langsam. Ich war zu langsam. Viel zu langsam. Du hast uns die Garde vom Leib gehalten. Aber wie willst du den Bergleuten helfen? Alles hängt zusammen, Tivoli. Wenn wir den Orden los sind, mache ich es dem Herzog zu teuer, in die Berglage zu gehen. Schmeißen die Arbeiter hin, wird er merken, dass Bergwerke, die mit halber Kraft laufen, profitabler sind als Bergwerke, die stillstehen. Was für ein Dreck. Macht er einen richtig für bessere Kack? Arbeitsbedingungen und weniger Staub in den Straßen würden die auch mehr bezahlen. Es ist möglich, alle zufriedenzustellen. Erst hier im Bezirk, dann in der ganzen Stadt. Das ist falsch. Haben mehr Macht als sie haben. Es ist eigentlich voll falsch, dem anderen zu bringen, finde ich halt. Ich glaube, der von der Garde hätte es noch eher verdient, dass er ausgeliefert wird. Was haben wir da? Chaotische Zustände nach Parlamentsbrand. Was, das Parlament ist abgebrannt? Aus Dunwall haben wir erschütternde Nachrichten über eine teilweise Zerstörung des Parlamentsgebäudes durch einen Brand erhalten. Die sich schnell ausbreitenden Flammen trotzten allen Löschversuchen und eine Panik brach aus, als Rauch und Feuer auf umliegende Viertel übergriffen. Es wird eine Vielzahl von Toten und Verletzten gemeldet, wobei das Schicksal von mehreren Dutzenden Menschen noch unklar ist. Na prima. Von offizieller Seite wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Allerdings verhindern weiterhin anhaltende Schwellbrände in den Ruinen eine genauere Untersuchung. Währenddessen wurden alle Aktivitäten des Christolischen Parlaments eingestellt und ein Großteil der Handelsrouten ist mittlerweile geschlossen.
Von Reisen nach Tanwol wird daher zurzeit abgeraten. Na prima. So. Siehst du, er hatte doch seinen Vorteil, das nochmal zu machen. Scheißendreck. Jetzt muss ich echt nur schauen, dass ich die Rune kriege und dann bin ich schon wieder weg. Ich hoffe, der bleibt noch stehen. Ich muss weiter nach oben. Da oben ist sie. Haben wir da? Muss heute früher ins Bett. Okay. 4 Meter. Aha. Das ist gerade komisch. Definitiv. Nehmen wir doch gleich sein Porträt mit, oder? Paolo und die unerreichbare Kardinalzahl. 100 Fisch. Also du nimmst noch ein Porträt. Aha. Ah ja, da haben wir schon. Ah, jetzt habe ich vergessen lesen. Entschuldigung. Vera entwen. Na, Vera irgendwie. Wäre irgendwie. So, und da. Outsider schreien. Jawohl. Dann treffen wir ihn ja wieder, ne? Servus. Falls du dich fragst, Paolo ist keiner dieser gestörten Kultisten. Die glauben, ich tue ihnen Gefallen, wenn sie nur genug opfern. Oder genau die richtige Musik spielen. Ich bin ihm vollkommen egal. Aber er hat diesen Schrein, weil er die Hand einer alten Hexe fand, die ich kannte. Paolo erkannte sofort, dass sich ein Vorteil auszahlt. Manchmal bleiben Teile zurück, nachdem wir fort sind. Der Herzog von Sakonos erbte eine dynamische Stadt und fing sofort an, sie zu demontieren. Was wird er zurücklassen? Und was ist mit dir? Wer soll alles wieder ins Reine bringen, hier im Juwel des Südens? Ich hoffe, dass wir das noch können. Schön! Waren das jetzt 2 Rühnchen? Jo, das waren 2 Rühnchen. Oh, das heißt, wir können da jetzt da was lernen, ne? Ne, Sonne? Was wollte ich denn haben? Schattengang? Wollte ich den haben? Gestalt an. Nimm für kurze Zeit eine schlechtere Gestalt an. Was wollte ich denn haben? Kratz, Kratz. Ah, das wollte ich haben. Glaube ich. Zieh dich schnell über eine gewisse Distanz. Na, das da. Ausschalten. Bewusstlos wirken oder zur Seite gehen, um in die Mauer oder gegen eine Mauer krachen zu lassen. Gegner ziehen. Oh, das wäre nicht schlecht, oder? Ich glaube, das nehmen wir mit. Das ist in manchen Situationen sicher kaputt. Vor allem kombiniert mit Domino, wenn wir den dann nämlich, wenn wir es dann nämlich schaffen, den bewusstlos zu kriegen, ist das sicher nicht schlecht. Was haben wir denn da überhaupt? Missionchen. Und hier wissen. Ja. Okay. Da haben wir, glaube ich, eh noch nichts, ne? Ja, bling, 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 bling. Finde eine andere Möglichkeit. Wenn du die Lösung für Jin, das Schloss finden möchtest, ohne den Heuler oder Aufseher zu helfen, solltest du im Crown's Hand Saloon und im Außenposten der Aufseher nach Hinweisen suchen. Ach so, das muss ich gar nicht machen.
Ach so, aha. Okay. Okay, wir sind gesund. Das wundert mich am meisten. Psst, nicht so laut. Ach so, das könnte man auch tun. Natürlich, eigentlich selbstverständlich, ne? Haben wir da was? Ist hier was drin? Leider nein. Haben wir hier was von Wert? Schaut nicht so aus, gell? Gell? Ne Sonne? Nach Hinweisen suchen. Wieso ist es immer so heiß? Ja, das sind alles Fragen über Fragen. Jetzt müssen wir wieder runtergehen. Früher ging man einfach schwimmen, wenn man baden wollte. Jetzt stinkt der Kanal nach Dreck und Blut. Vielleicht wäre es ausnahmsweise doch schlau, zumindest die hier oben auszuschalten. Zumindest den einen Kerl, der darüber hatscht, immer fort. Ob ich da jetzt was verbinden muss, weiß ich nicht. Da gibt es hier keine Münzen? Ich habe noch keine einzige Münze gefunden. Wahrscheinlich bin ich einfach nur schon volle Kanne neben vorbei, ne? Schau dir das an. Stachelige Granatenhülle. Was bist denn du für ein schickes Viech? So, verstecken. Gott sei Dank machen die einem das so einfach hier. So, ich denke mal, ich speichere. So. Okidoki. So, lala. Und warten. Ja, jetzt kommt er her, leider. Seltsame ich hoffe, Zeit. Dass ich ihn jetzt kriege. Irgendwie anders. Im schlechten Sinn. Sollten wir es unternehmen. Na los, hau ab. Der Lieder. Was haben wir denn da? Auszug aus einem längeren Werk, übersetzt aus dem Serkonischen von Anissa Matteo Serkonos. Sie war schüchtern im Monat der Herdfeuer, versteckte sich vor meinen parfümierten Briefen, ein sommersprossiges Heilmittel für meine Einsamkeit. Sie lächelte im Monat des Regens, aß Feigen direkt vom Baum, mit einem Traum, um die Insel zu segeln. Sie heiratete im Monat des Clans ihren Seemannscousin aus Culero, ein schriller Vogel, der in meine Brust sich
bohrte. Sie starb im Monat der Lieder, geschlagen von einer Krankheit aus dem Osten. Ein schrecklicher Kuss auf ihre kühlen Lippen. Meine Güte. So. Was? Duran des Schlüssel. Wer ist schon dieser Turante? Bist du Turante? Nö. Bist du Turante? Nö. Mm-mm. Niemand hier ist Turante. Paolo. Ich will doch nur diese blöde Runen, also dieses Knochenfragment da haben. Und was ist hier los? Brauche ich einen bestimmten Schlüssel? Wo kriege ich diesen Schlüssel her? Der wird wahrscheinlich unten jemand haben, denke ich mal. Das bedeutet, ich muss nach unten. Hm. Super. Dann gehen wir mal nach unten und schauen mal. Ob uns da jemand weiterhelfen könnte. Ich schätze mal, der Barkeeper wird das Teil haben, was ich gerne haben möchte. Den Schlüssel nehme ich. Was ist hier passiert? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe mir gedacht, dass sie, ne? Nein, bitte nicht. Jetzt geht Paolo wieder runter, ne? Was ist, wenn ich das jetzt stehen lasse? Der Part ist eh schon zu Ende. Was wäre, wenn? Ich lasse das jetzt mal stehen. Merke mir das Knochenfragment hier, weil wir müssen eh wieder her. Und bringen einfach den einen Kerl her. Das könnten wir machen. Diesen Burns-Typen da, ne? Die ganzen Falten sind wie ein Deckel auf der Stadt. Ansonsten müsste ich echt schauen, dass ich das mit Domino irgendwie hinkriege. Das könnte ich auch probieren. Probieren wir das vielleicht dann zuerst. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir beenden den Part für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!